Dealerin sehen. Wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? Wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? What's up, Skateboard? Herzlich willkommen. Der neue Windrow ist jetzt am Start. Natürlich unten drunter ist der Link, direkt könnt ihr euch direkt checken. Ich habe hier die Kollabo mit Burn Slow und ich bin noch nie ein Windrow geskatet. Jeffrey hatte mal erzählt, dass das mit einer seiner Favorite von Etnis ist, weil natürlich auf Etnis drauf ist und natürlich öfter geskatet, weil hier ist nicht diese Michelin-Sohle, sondern hier ist diese Etnis-Sohle. Deswegen sehr gespannt. Heute wird es mein erstes Mal sein, dass ich die Schuhe ausprobiere. Deswegen der erste Eindruck kriegt ihr direkt right here. Ich ziehe die mir jetzt an, mache natürlich die Schnürsenkel rein und dann erst einen Drehflipper. Wir skaten den ganzen Tag damit rum und dann kriegt ihr meinen allerersten Eindruck. Bis gleich. Das ist der beste Schuh, seht ihr? Kannst Drehflip direkt first try. Das ist die Werbung noch hier. Besser wird's nicht mehr. What's up? Da sind wir wieder zurück im Shop. Der erste Tag ist vollbracht. Und ich muss direkt als erstes sagen, es hat natürlich bei mir direkt bestätigt, das, was ich gedacht habe, was dieser Schuh ist. Es ist halt so, dass die Sohle hier zum ersten, nicht zum ersten Mal, der Schaeckler Estrella hat hier auch keine Michelin-Sohle, weil das eigentlich so das Hauptding ist von Etnis. Das ist ja bei der Marana ist Michelin-Sohle, beim Jozen ist die Michelin-Sohle, beim Jozen 2 ist Michelin-Sohle und eigentlich haben die immer die Michelin-Sohle am Start, weil es einfach die geilste Sohle ever ist. Die geht einfach nicht kaputt. Du kannst damit 2000 Kickflips machen und die sieht unten immer noch aus wie am ersten Tag. Deswegen natürlich, das wurde natürlich immer das von Etnis genommen. Deswegen war es natürlich interessant, mal das hier auszutesten, denn hier ist nämlich das nicht eine Cup-Sohle wie mit den Michelins und es ist auch nicht eine vulkanisierte Sohle, wie halt, da gibt es ja auch vulkanisierte Schuhe von Jocelyn und generell von Etnis gibt es ja vulkanisierte Schuhe und hier ist das zum ersten Mal, dass die so ein Hybrid gemacht haben, dass weder das eine noch das andere ist und immer noch eine andere Sohle im Gegensatz zum Estrella. Der Estrella hat auch noch mal eine andere Sohle und jetzt, wenn man die alle drei vermischt, natürlich muss man jetzt eins sagen, ist ja klar, Cup-Sohle ist super hart, das heißt, da geht gar nichts, ne? Das heißt, die Cup-Sohle ist auch so vom Gefühl her natürlich am weitesten. Eine vulkanisierter Schuh, der natürlich so richtig krass biegbar ist und halt einfach diese Vulk-Sohle hat, ist natürlich das Feeling von der Bordkontrolle, ist, du fühlst jeden Augenblick, du fühlst jede kleine Unebenheit, du fühlst alles natürlich, das ist was ganz anderes. Und das Geile ist aber, so ein Zwischending zu haben hier. Denn beim Zwischending ist halt so, das fühlt sich alles sehr, sehr geil an, aber du kannst immer noch, fühlst du dich noch nice geschützt. Weil ich finde halt, also das ist natürlich, es ist immer alles eine persönliche Meinung. Ist ja klar, ich versuche gerade hier zu erklären, ob dem einen Oliven schmecken oder nicht. Es ist natürlich bei den Sohle, ist das immer eine krasse Geschmackssache, dass es auch immer so ist, dass du gewöhnst dich an eine bestimmte Sohle und dann willst du nur noch das fahren, weil sich das so geil anfühlt. Und meistens war es halt, zumindest zu meiner Zeit, früher war es immer nur diese zwei mehrere Varianten, gab es entweder Cup-Sohle oder vulkanisierte. Ich bin halt mein Leben lang Cup-Sohle gefahren. Und vulkanisierte waren mir einfach zu weich und ich hatte halt übertrieben Angst. Ich habe halt Angst, wenn ich Primo lande, ich habe Angst, Stufen zu fahren. Ich habe halt einfach Angst, irgendwas zu machen mit vulkanisierten Schuhen, wo es etwas direkt höher ist oder irgendwie. Also egal was ist, du merkst einfach direkt den Einschlag mit deinem Fuß. Und hier ist halt genau das erste Mal, das haben schon ein paar Brands natürlich auch schon gemacht, aber hier jetzt mit Adidas auf jeden Fall nochmal geil und genüsslich, das auszuprobieren zu können. Denn hier dieses Zwischending zu haben, kein Vulk, kein Cup, sondern ein Hybrid von Etnis selber erschaffen. Wie ihr seht halt, dass der ist halt weich wie ein vulkanisierter, ja. Aber ist die Sohle trotzdem hier nicht Vulk, sondern so eine Art Cup-Sohle, die anscheinend aber weich ist. Und somit hat man hier das perfekte Zwischending
zwischen Kappsohle und vulkanisierte Sohle, wobei ich schon fast mehr sagen muss, es ist mehr Vulk. Also es ist halt so, wenn das Vulk ist, dann ist direkt da drüber der Schuh hier und dann kommen erst die anderen. Ne? Also es ist auch nicht die Mitte, sondern die Kappsohle kommt viel weiter höher. Er ist schon ein weicher Schuh. Also es ist schon mit dem, direkt hier die erste Session, die ich hier gehabt habe, direkt an der Mini-Rampe war ja und direkt natürlich bei Kickflips, ist ja das Wichtigste, was du haben willst, ist, wie ist Kickflip, wie fühlt sich Kickflip an? Der Flick ist unfassbar. Natürlich ist ja klar, hier ist halt komplett Wildleder, deswegen ist der Flick unendlich krass. Neues Grip, neues Board, du flippst voll crazy raus und deswegen hier auch kein großer Schnickschnack. Das ist halt auch, hier ist nichts vernäht, hier ist auch nicht irgendwie eine Toe-Cap unten drunter und deswegen natürlich auch günstiger als die anderen Ethnies, wie halt Jocelyn 1 oder so, oder der Marana. Deswegen hier auf jeden Fall ein sehr interessanter Zwischenschuh und auch eine Abwechslung zu den anderen. Weil es halt immer dasselbe ist, haben die mal hier was ganz anderes gemacht, mit diesem Hybrid, mit diesem weicheren Schuh. Jetzt verstehe ich, warum Jeffrey die so krass feiert, weil es halt technisch auf einem sehr, sehr geilen Niveau ist, dass du alles dir fühlen kannst. Du kannst Flip rein, Flip raus, fühlt sich halt sehr, sehr perfekt und sehr geil an. Und die Flicks kommen halt unfassbar perfekt und geil, weil einfach hier halt die perfekte, ist perfekt hier zum Ziehen. Das ganze Ding hier mit Wildleder ist einfach grandios, indem du es rausziehst und das greift so schön dein Grip. Die Kickflips, die ich gemacht habe, sind so geil. Direkt Kickflip No Stall Revert, Kickflip Rock Fakie gemacht, First Try. Es war direkt, du merkst direkt, bam, es ist so wie ich will, das, was man eigentlich haben will natürlich. Und dann am besten so lange, wie es geht. Deswegen schaltet natürlich ein. Natürlich wird es eine Long Review darüber geben. Wie sehen die aus, nachdem ich den Monat geskatet bin? Wie sieht dann die Sohle aus? Wird das wirklich mal endlich mal mir passieren? Weil mir passiert das auch super selten. Obwohl ich sogar mit meinem Schuh so oft Downhills runterfahre. Dann so bremse richtig mit meinem linken. Sehr gespannt, ob ich hier so Abnutzungen haben werde. Ne? Ob ich das komplett hier wegmachen kann. Dann passiert mir bei Michelin nie und deswegen sehr gespannt, wie es hier sein wird. Natürlich generell, wie der Schuh kaputt gehen wird. Ich denke, ich werde hier auf jeden Fall die Schnürsenkel präparieren müssen. Das sieht einfach zu eindeutig aus, dass die mir reißen werden. Deswegen ein bisschen Sekundenkleber werde ich definitiv draufklatschen, damit das nicht passiert. Ansonsten sehe ich nichts nötig, was man hier machen muss. Deswegen nur Sekundenkleber drauf, so dass die nicht kaputt gehen. Und dann wird erstmal geschreddert. Und dann sehen wir uns natürlich wieder bei der dann komplett Overall Review. Der erste Eindruck ist voll nice, geil reingeschlüpft, fühlen sich geil an, Flick ist on Mars, du fühlst viel mehr. Ich würde das eher in die vulkanisierte Abteilung sagen, dass sich Leute, die eher Vulk fahren, probiert den aus. Ich würde es nicht sagen, wenn du Cup fährst, dass du den halt voll feiern wirst. Wenn du Cup fährst, willst du diese fetteren Schuhe, ne? Weil der Unterschied direkt zu Marana oder zu Jocelyn 1 und 2, die sind viel fetter und viel robuster und biegen sich überhaupt nicht. Hier, wie ihr seht, das ist schon sehr, sehr biegsam. Deswegen eher was für die Leute, die Vulk fahren und natürlich für solche wie mich, die sehr, sehr gerne Sachen ausprobieren, weil Minirampe damit fahren ist richtig geil, Curb fahren damit ist richtig geil. Also ich habe jetzt kein Interesse, damit Stufen zu springen oder irgendwelche Gaps zu machen. Aber technisches Skaten, rumfahren, Flip-in, Flip-on. Und der sieht halt wunderschön aus. Ne? Mit dieser Collabo hier von Burn Slow sieht das Ding wunderschön aus. Also hier unten drunter natürlich ist direkt der Link zu dem Schuh. Ist natürlich online. Wir haben ein paar Farben am Start. Also checkt das ab. Holt euch den Windrow. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Also, vielleicht kein Tag, geht skaten. Und wir sehen uns bei einem weiteren Reviews und Videos. Hier und drunter natürlich der Link zur Playlist, zum Shop und so weiter. Verpasst das nicht, wir haben einen fetten Super Summer Sale, bis zu 50% Sachen auf. Also, fehlt kein Tag natürlich. Geht auch selbst skaten, denn ein Tag ohne Skaten ist ein verlorener Tag. Also, geht the fuck aus. Peace. OG Distribution. Das heißt also für euch alle da draußen, die irgendwie ein eigenes Brand haben oder eins machen wollen oder ihr habt einen Laden oder wie auch immer, ihr wollt auf jeden Fall Boards bedrucken oder sonst was, was ihr bedrucken wollt im Skateboarding ist, wir sind am Start. Meldet euch bei uns, bei den Boards fängt das circa bei 50 Boards an. Da bedrucken wir jetzt Boards, also 1, 2, 3, 4, 5 Boards, also so kleine Mengen bedrucken wir das gar nicht. Es geht wirklich ab 50 los und dann natürlich auf Anfrage, je mehr man bestellt, desto günstiger ist natürlich der Preis.
welche Farbe man will und so weiter und so weiter. Also wie gesagt, da müsst ihr einfach ein Angebot anfragen. Ich werde natürlich eine E-Mail-Adresse hier unten drunter einfach knallen. Da könnt ihr gerne alle Anfragen stellen, was ihr haben wollt oder wie es aussehen soll oder was möglich wäre. Und dann checken wir ab, weil wie das Ganze dann aussehen soll. Zum Beispiel auch hier mit sowas wie mit einem Sticker hier in der Folie dahinter und so ein Quatsch. Das können wir natürlich dann alles beim Angebot alles abchecken zusammen, wie ihr das gerne hättet. Ich häng mit OG dem Pop.